Den Vers, den er ihm vorgelesen hat, ist die Aussage Allah Ta'alas: Khudh al-'afwa wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin. Drei Sätze eigentlich. Khudh al-'afwa, Satz 1. Wa'mur bil-'urf, Satz 2. Wa'rid 'anil jahilin, Satz 3. Ja'far as-Sadiq, er sagte: "Hadhihi ajma'u ayatin fil Qur'an li makarim al-akhlaq." Dieser Vers im Koran ist der umfassendste Vers, der die edlen Charaktereigenschaften alle in sich versammelt. Allah Ta'ala sagt, Khudhil Af, das bedeutet so viel, sei nachsichtig. Sei nachsichtig in deinem Umgang mit den Menschen. Fordere nicht mehr von ihnen als das, was sie tun können. Fordere in Bezug auf ihre Charaktereigenschaften nicht mehr als was sie bieten können. Also nimm sie so, wie sie sind. Mesh. Nimm sie so, wie sie sind. Das kann aber auch heißen, Khudhil Afwa kann auch heißen, der Vers 2 Tafsir, kann auch heißen, nimm nur das von ihrem Vermögen, was überschüssig ist. Also wenn sie dir Sadaqat bringen und jemand all sein Geld geben will, nimm nur das von ihnen, was überschüssig ist. Und das ist eine Erleichterung für die Sahaba gewesen. Danach sagt er, wa'mur bil'urf, und gebiete das Gute, wa'arid anil jahilin, und wende dich von den Jahilin ab. Jahilin ist die Mehrzahl von Jahil. Was heißt Jahil? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, al-jahlu jahlan, es gibt zwei Formen des Unwissens. Jahlu al-ilm wa jahlu al-amal. Jahlu al-ilm bedeutet die Nichtkenntnis, das Fehlen von Kenntnis. Jahl al-Amal, Unwissenheit in Bezug auf die Handlungen, das Fehlen von, das Nicht-Umsetzen von bekannten Wissen nennt man auch Jahl. Oder das willkürliche Handeln entgegengesetzt des Wissens nennt man auch Jahl. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran in der Geschichte von Musa, als Musa zu seinem Volk sagte, sie sollen ein Tier schächten, was sagten sie dann zu ihm? Sie sagten, machst du dich lustig über uns? Spottest du über uns? Weil sie hatten einen Mordfall. Da wurde jemand getötet. Und sie hatten sich gestritten darüber, wer denn der Mörder ist. Und auf einmal kommt Musa und sagt, schächtet eine Kuh. Und dann sagen sie, machst du dich lustig über uns? Yani hier wird hier jemand umgebracht und wir versuchen den Mörder zu finden und du sagst uns, wir sollen eine Kuh schlachten. Und daraufhin sagte Musa, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Ich suche Zuflucht bei Allah davor, von den Jahilin zu sein. Das heißt hier Jahilin. Wenn er meint, hätte ich über euch gespottet, wäre ich ein Jahil. Denn der Spott ist eine Eigenschaft, eine negative Eigenschaft, die der Weisheit und Tüchtigkeit widerspricht. Und hätte ich das getan, wäre das die Unwissenheit. Also Allah Ta'ala sagt, wa'arid 'anil jahilin, das heißt, wende dich ab von den Ignoranten. Und mit dem Abwenden ist gemeint, dass man ihre Ignoranz nicht mit gleicher Ignoranz kontert. Verhalten sie sich auf ungeziemende Art und Weise, verhalte dich nicht auf ebenfalls ungeziemende Art und Weise. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala takhun man khanak. Und sei nicht untreu, wenn jemand untreu mit dir ist.